Tiefflut hat Dömitz erreicht. Die Pegelstände haben die der Jahrhundertflut längst übertroffen. Ständig rasen Einsatzfahrzeuge durch die kleine Stadt, in der die Müritz-Elde-Wasserstraße auf die Elbe trifft. Diese ist längst zu einem breiten Strom angewachsen. Das Auslaufbauwerk Dove-Elde, Teil der Deichanlagen, ist einer der kritischen Punkte. Wenn es nachgibt, könnte das Wasser von hier aus ungehindert bis in die Innenstadt strömen. Egal, ob der Deich standhält oder nicht. Priorität 1 haben wir hier im Bereich Dömitz erstmal an den Elde-Deichen, an der Müritz-Elde-Wasserstraße. Das sind der Kallesser- und Heidorfer Deich. Die sind ungefähr noch 50 cm niedriger als die Elbe-Deiche. Und da sind wir gerade mit der Bundeswehr und Feuerwehr, THW dabei, die noch mit Sandsäcken aufzufüllen auf 60 cm höher als die Deichkrone ist. Und da hoffen wir, dass wir damit heute Abend abgeschlossen sind, weil da steht das Wasser schon fast an der Deichkrone. Auch wenn die Straßen nicht überflutet werden, wenn der Grundwasserpegel weiter steigt, kann es in den Häusern das Abwasser in die Badezimmer drücken. So etwas wie ein sicheres Hinterland gibt es in Dömitz nicht. Hauseigentümer Wolfgang Rinne versucht in der Ludwigsluster Straße sein Haus dagegen abzusichern. Zu seinem Glück ist von der Flut 2002 noch Material zum Abdichten vorhanden. Wir sichern das ganze Haus gegen eindringendes Wasser und gegen aufsteigende Kanalisation. Das heißt, wir kappen auch die ganzen Anschlüsse zur Kanalisation, machen sie dicht. Und die 2 Tage Arbeit nehmen wir uns, selbst wenn das Wasser nicht kommen sollte. Alles dicht. Bis zum Erdgeschoss alles dicht. Hier kommt kein Tropfen Wasser rein. Brunnenschaum abgedichtet, alle Platten mit Sandsäcken beschwert. Notausgang, Eingang für die Mieter gemacht. Und schauen wir mal. Dömitzer und unzählige Helfer aus dem Landkreis füllen auf dem Sportplatz tausende Sandsäcke, die überall in der Stadt gebraucht werden. Bundeswehrfahrzeuge und Soldaten überall. Sie haben den Untergrund für das schwere Gerät befestigt, suchen in der Elbe nach Treibgut, ihre Flugzeuge und Hubschrauber beobachten die Deiche. 12.000 von ihnen sind im ganzen Land im Einsatz, 1.400 davon im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wir haben hier die Panzergrenadiere aus Hagenow. Die sind verstärkt worden durch die Luftwaffe einerseits und auch durch die Pioniere aus Minden, die eben nicht aus aus Niedersachsen kommen. Und die Pioniere leisten hier natürlich auch mit ihren schweren Geräten einen ganz wichtigen Beitrag, neben dem Manpower, den die anderen Einheiten hier einbringen. Nicht alles lief optimal in den letzten Tagen. Erst Entwarnung, dann wurden die erwarteten Höchststände wieder nach oben korrigiert. Wertvolle Zeit ist verstrichen. Nun ist die Lage umso kritischer. Auch in der Innenstadt steht das Wasser Zentimeter unter der Deichkante. Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis sind gekommen. Die Sandsackbefüllung läuft inzwischen wie ein Uhrwerk. Und viel muss man auch sagen, Feuerwehr Dömitz und die umliegenden Feuerwehren, die haben da so ein bisschen den Überblick behalten, weil die das ja auch schon ein paar Jahre mitmachen, auch Hochwassersituationen. Und da muss ich ehrlich sagen, kann man froh sein, dass man die Leute gehabt hat. Weil irgendwie hatte man das Gefühl, das THW und so war ein bisschen überfordert mit der Sachlage. Eine Stadt bäumt sich gegen die Wassermassen, die sich bei strahlender Sonne fast friedlich ihren Weg zu bahnen scheinen. Die Prognose für die nächsten Tage lässt hoffen, dass der Scheitel knapp unter der Deichkrone bleiben wird. Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, DRK, Feuerwehrleute, Bürger. Alle packen mit an, damit die Barrieren dem Druck weiter standhalten. Der Pegel wird wahrscheinlich erst in Tagen deutlich zurückgehen. MV1. Mein Land, mein Sender. Sonntagvormittag mitten in Rostock. Vor der Fassade des alten Uni-Gebäudes sind Tische aufgebaut. Es duftet nach Kaffee und frischen Brötchen. Wer beim ersten Bürgerbrunch mitfrühstücken wollte, der musste bei der Hanseatischen Bürgerstiftung 80 Euro Leihgebühr für einen Tisch bezahlen. Wir sind mehr als zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben jetzt rund 60 Tische. Wir hatten nie mit so viel gerechnet. Wir wollten anfangen mit 30, 40 Tischen, wurden immer mehr, dann wurden es 50. Als Landmark sozusagen erreichen wir das und jetzt sind wir drüber hinaus. Natürlich kommen die Einnahmen dieses stimmungsvollen Festes einem guten Zweck zugute. Viele haben die Sammlung auch mit Direktspenden unterstützt, so dass mehr Geld eingenommen werden konnte als die angepeilten 5.000 Euro. Also an den Grundschulen gibt es viele Projekte, wo es notwendig ist, Lehrmittel zu kaufen, bestimmte Kosten zu übernehmen und so weiter. Das ist für die Schulen sehr schwierig zu finanzieren und da helfen wir und das ist sehr erfolgreich. Es macht richtig Spaß zuzusehen, welche positiven Effekte das zurzeit bei den Schulen hat. Deshalb sieht es wohl ganz so aus, als ob der erste Bürgerbrunch in Rostock nicht der letzte gewesen ist. MV1.
Mein Land, mein Sender. Das Grand Hotel Heiligendamm hat einen neuen Besitzer. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass Bewegung in das älteste deutsche Seebad kommt. Bewegung kommt auf alle Fälle jetzt in den Veranstaltungskalender von Heiligendamm und Bad Doberan. Anlässlich des 220. Geburtstages von Heiligendamm veranstaltet die Stadt Bad Doberan zusammen mit dem Seeheilbad vom 6. bis zum 16. Juni eine Festwoche. Am Sonntagmittag gab es die feierliche Eröffnung auf dem Kamp. Heiligendamm ist das erste deutsche Seebad. Wir haben uns überlegt im letzten Jahr, wie können wir saisonverlängernd Maßnahmen durchführen, also auf kultureller Basis, um uns hier noch bekannter zu machen. Und wir haben uns überlegt, wer macht mit? Und wir haben gesagt, eine Woche in der Saison, also Vorsaison vom 9. Juni bis 16. Juni, das wäre die beste Zeit für 50 plus von der Altersstruktur her das Programm zu gestalten. Und es finden über 70 Veranstaltungen statt und über 30 Partner machen mit. Das ist alles organisiert hier auf freiwilliger Basis, muss man so sagen. Ein vielseitiges Kulturangebot erwartet die Gäste von nah und fern. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater stehen genauso auf dem Programm wie ein historischer Markt mit Handwerk und Kleinkunst im Klostergarten, der bereits am vergangenen Wochenende abgehalten wurde. Einsteigen tun wir am Freitag mit einem großen Mendelssohn-Mosaikkonzert in unserem wunderbaren Münster in Bad Doberan. Dort werden einheimische Künstler an Orgel, Bläser und Chöre Mendelssohn-Musik unseren Gästen präsentieren. Wie geht's weiter am Wochenende? Da wird um 13.30 Uhr hier in Bad Doberan an der Haltestelle Stadtmitte unsere historische Badegesellschaft mit unserer Bäderbahn Molly gen Seebad Heiligendamm fahren in historischen Kostümen. Unser Friedrich Franz I., Großherzog, ist dann mit dabei mit seinem großen Gefolge. Und in Heiligendamm am Strand geht es weiter. Dort wird es ein Historienschauspiel geben und natürlich am Ende werden sich die Anwesenden in unsere Ostseefluten stürzen. Auch kulinarisch kommt der Feinschmecker auf seine Kosten. In Bad Doberan wohnt Tillmann Hahn. Natürlich ist der bekannte Gourmet-Koch mit seiner Klosterküche und regionalen Produkten mit von der Partie und er steht mit seiner Kunst für das kulinarische Highlight der Woche, das Table d'Hôte. Also dieses Festbankett, Table d'Hôte, sagt man auch, das geht auf die Tradition zurück bis zum Großherzog. Friedrich Franz I. hat gerne, wenn er hier in Doberan weilt, im Sommer die Feriengäste, die Badegäste mit an seine Tafel eingeladen. Jeder musste zwar bezahlen, wie bei uns auch, aber man war eingeladen, mit dem Großherzog zu speisen. Und das wird dieses Jahr einmal neu inszeniert. Und nachdem es jetzt 3 Jahre lang nicht stattfand, machen wir das neu nochmal und zwar in einer etwas überarbeiteten Art. Es gibt nämlich das historische Menü, genauso wie vor 225 Jahren, am 15. Juni 1788. Genau das gibt es bei uns auch diesen Samstag nochmal zu essen. Also, auf geht's. Die Weiße Stadt am Meer und Bad Doberan rufen mit einem Veranstaltungsmarathon zur Festwoche 220 Jahre Heiligendamm. Alle Informationen unter www.220jahreheiligendamm.de.